Becky ist wieder am Start. Mit Ohrringen und nach hinten geworfenen Haaren, falls ihr euch fragt, was diesmal anders ist. Übrigens tut es mir leid, dass ihr euch für mich schämen müsst. Es tut mir wirklich leid. Vom Herzen tut mir das echt leid. Oh mein Gott, warum muss ich das immer machen? Ich weiß es selber nicht. Ich versuche irgendwie Abwechslung in mein Intro reinzubringen, mehr nicht. Ich will doch nur Gutes. Auf jeden Fall habe ich wieder eine neue Tanz-Challenge gefunden. Ihr wisst, Becky und Tanzen funktioniert nicht immer. Aber ich probiere es trotzdem immer wieder. Ich gebe mein Bestes und ich habe so eine Challenge gefunden, von der ich das Lied total feiere. Ich liebe es. Und zwar geht es um die Brr-Challenge oder die Brr-Challenge oder die Cartier-Challenge. Wie auch immer man das nennen mag. Es hat verschiedene Namen. Nein, aber es ist wirklich cool. Also das, was ich bislang gesehen habe, war echt gut. Und ich hatte richtig Bock drauf, das nachzumachen. Übrigens ist das Lied von unseren Nachbarn hier, den Niederlanden. Wer ist aus den Niederlanden, Leute? Gibt es welche, die von euch aus Niederlanden oder aus Holland kommen? Lasst es mich unten in die Kommentare wissen. Oder habt ihr vielleicht niederländische Wurzeln? Dann macht einen niederländischen Flaggen-Emoji unten mal rein. Das würde mich auch voll interessieren. Und ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr an mich glaubt. Ich weiß nicht, wie viele das sein werden. Bestimmt nicht so viele. Becky, frag lieber nicht. Wusch. Oh yeah, wenn ich schon wieder dieses Lied höre. Ich liebe es. Endlich mal ein Ohrwurm, den man gerne hat. Wow. Wie kriegt er das mit seinen Beinen hin? Ich glaube, ich würde das gar nicht hinbekommen. What? Diese Optik. Voll geil. Obwohl sie nicht tanzt, das ist ein geiles Musical.  Oh yeah, sie hat einen heftigen Style. Sie kann bestimmt tanzen. Oha! Die Variante mit Blue Force ist ja auch mal voll geil. Die kannte ich noch gar nicht. Ich mag Blue Force. Das passt überall rein irgendwie. Oh yeah. Irgendwie sind die cute. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ihr noch tanzen könnt, das ist so goals. Außerdem ihre Käppi runtergeflogen, das hätte auch mir passieren können, sowas von. Der ist auch cute. Und jetzt? Er haut es bestimmt voll raus. Ja, Mann. Und dann noch der Eiffelturm dahinter. Das ist Goals. Okay, Couple Goals jetzt. Wie geil ist das bitte? So einen Freund willst du, der so vollen Körpereinsatz macht. Wenn du Musical.ly machen willst, dann so. So und nicht anders. Was ist das für eine geile Mütze? Wie ein Zwerg. So ein Bobbel da oben. Ich muss die ganze Zeit auf seine Mütze achten. Oh yeah. Ja, dazu brauchst du jemanden, ne? Ich bin forever alone. Ich kann das nicht. Okay, der kann's, ne? Der ist immer richtig gut in allem, was er macht. Ich mag seine Haare. Ich will da mal gerne durchwuscheln. Die sehen so weich aus. Ja, er kann's. Und ist ein bisschen crazy drauf, aber so kennt man den. Wow! Was ist das? Das Ende war ein bisschen seltsam. Den habe ich irgendwie auch schon mal gesehen. Wo war das? Didi Tanz oder so? Oh yeah, voller Körpereinsatz. Aber bei ihm sieht's gut aus. Würde ich das machen? Nein. Haut ab, Leute. Oha, das ist geil. Das war cool. In Rock. Echo? Was ist das für ein Sound? So doppelt gemoppelt. Ich bin lit.
tausendmal das Lied hören und es wird nicht langweilig. Oh. Mal gucken, ob er es raushaut. Okay. Er ist auf jeden Fall voll im Takt. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich erkenne aber gar nicht so richtig, was jetzt der eigentliche Tanz ist. Jeder irgendwie macht eine andere Variante draus. Girl Squad. Ja, wenn alle deine Freundinnen tanzen können. Ich will sowas auch haben. Wir haben jetzt tausendmal diesen Song gehört. Ich habe jetzt Bock, es selber zu machen. Ich werde mir aber jetzt erstmal eine andere Hose anziehen, weil ich habe wieder mal so eine Gammelhose nur an. Das kann ich euch nicht antun. Und ich weiß immer noch nicht, welche Variante ich machen soll. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich werde wieder irgendwie verkacken. Ich weiß auch nicht. Es wird bei mir wieder richtig chaotisch, glaube ich. Ich hasse Jeans. Jeans sind so unbequem. Warum gibt es sowas? Ey, ihr seht mich sogar da oben. So, ich habe mich umgezogen und jetzt blinkt mein Akku und ich kann hier schon wieder wechseln. Geil. So, ich bin jetzt wieder da. Ich musste gerade meinen Akku nochmal wechseln. Oh mein Gott, warum genau dann? Immer muss irgendwas failen. Es ist immer so, als würde mich das Pech magisch anziehen. Mal gucken, wie der Tanz jetzt genau funktioniert. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott. Ich freue mich ja total auf dieses Brr. Das ist so komisch irgendwie. Brr. Ich komme mir so blöd vor. Warte, so? Hä? Ich weiß gar nicht, wie der Anfang geht. Ich will das nicht so machen wie sie. Ich kann da gar nicht ernst bleiben. Okay, das geht schon. Voll zum Takt gemacht. Ich will ihr es können. Wie so heiß. Wenn ihr abnehmen wollt, macht nur sowas. Nur diese Tanz-Challenges. Ihr nehmt so ab. Voller Körpereinsatz. Nur für euch. Nur für euch. Alter, ich muss was trinken. Wieder meine Trinkpause. Wer ist auch immer derjenige beim Sport, der immer zur Bank rennen muss und meint, hier, er braucht eine Trinkpause? Schon vorher. Bevor der Lehrer das ankündigt. Am besten während du joggst. Einfach mal eine Trinkpause einlegen. Oh mein Gott, ich habe so eine geile Frage an euch. Und zwar fällt mir das gerade ein. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Welcher Typ seid ihr in der Schule? Seid ihr derjenige, der als erstes in eine Gruppe beim Sportunterricht gerufen wird? Oder seid ihr derjenige, der zuletzt dran ist? Ja, und immer noch auf der Bank sitzt und denkt sich so, hä? Seit wann magst du mich nicht? Ja? Oder ich habe keine Freunde. Sad life, ja? Forever alone. Welcher Typ seid ihr? Schreibt es unbedingt in die Kommentare so. Ich glaube, die Leute gehen auch sehr danach, was du gut kannst im Sport und was nicht. Also wenn die ganz genau wissen, du bist richtig gut im Fußball, dann wählen die dich als erstes. Und wenn die wissen, du bist verdammt schlecht, dann wählen die dich als letztes. Muss man nicht immer persönlich nehmen. Ist so ein bisschen scheiße und egoistisch. Aber ja, was tut man nicht alles für eine gute Note und um sich beim Lehrer einzuschleimen? Danke. So, die Trinkpause ist vorbei. Ich werde jetzt ein Musical.ly aufnehmen. Mal gucken. Ich sehe einfach auf dem Handy noch kleiner aus, als ich schon bin. Wie geht das? Verpasst. Oh mein Gott, das wird, glaube ich, die beschissenste Challenge ever. Irgendwie habe ich mir das cooler vorgestellt. Inzwischen. Endlich geschafft und
Ich habe einmal eine lustige Variante gemacht und einmal eine normale Variante. Ihr könnt auf jeden Fall entscheiden, welche ihr besser findet und welche ich hochladen soll. Eins oder zwei. Schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, jetzt seht ihr die Musiklis. In normaler Geschwindigkeit aufzunehmen und einmal in der langsamen, die dann am Ende ein bisschen schneller aussieht. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die schnellere Variante besser. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, das ist ja immer Geschmackssache. Auf jeden Fall, ja, boah, irgendwann hat es irgendwie richtig Spaß gemacht. Ab einem gewissen Zeitpunkt, sobald du den Tanz kannst, macht es voll Spaß. Und bei dem war das so extrem. Probiert unbedingt den Tanz selber mal aus, aber macht mit mir ein Duett. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!